So, Lotti ist ein bisschen außer Rand und Band. Es geht um Fußball. Ne? Ja, du hast wieder mit zwei Bällen ja, gespielt. Ja, ich war doof. Ich habe einmal kurz aufgeditscht und dann ist sie jetzt aktiviert worden. Ist wie so ein Schläfer, so ein Agentschläfer. Bloß, weil wir jetzt über diese neue Hymne sprechen. Eine Fußballhymne, die immer dann gespielt wird, wenn die deutsche Nationalmannschaft ein Tor geschossen hat. Da braucht man ja was Neues für diesen Torjubel. Und deswegen ist das hochaktuell. Nach der Bundesliga stehen jetzt die EM-Quali-Spiele 2020 an. Oh, jetzt. Mhm. Und da braucht man eine neue Hymne. Am Freitag geht es ja gegen die Niederlande für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und am Montag dann gegen Nordirland. Und da hört man ab sofort das hier. Das klingt als Elektro... Ist sehr ungewöhnlich. Man kennt noch dieses Ole, 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 diese ganz andere Mentalität von Fußballfans. Aber heutzutage, ich nehme mal an, die Fußballer selber haben vielleicht auch noch ein Wort mitreden können. Man möchte eher so diese Techno-Geschichte. Ja, aber im Stadion ist das kann man schon machen. Wenn wir den Holländern ein paar Buden einschenken, wird super. Die Frage ist ja, was sagen die Spieler, was sagt Yogi? Schuss, Tor, Elektrojubel? Kernkraft 400 heißt das Techno-Lied von Zombie Nation, zu dem sich künftig die deutschen Fans beim Torjubel in den Armen liegen sollen. Aber hat der Song wirklich Potenzial, die Stadionhymne einer ganzen Nation zu sein? Wir haben den Rasen ausgerollt, den Ghetto-Blaster angeschmissen und bei den Fußballfans nachgefragt. Ist schon veralt, die Nummer, oder? Kennst du ihn doch, oder? Ja, safe. Also, klingt nice. Als Torsong? Klingt irgendwie nicht. Ich verbinde es nicht mit Fußball. Bravo-Hits oder so von damals. Ich weiß jetzt nicht, ob es so was krass Neues ist. Wenn man so auf Techno steht, dann ist es eigentlich mehr oder weniger fast ein Klassiker. Ist das jubeltauglich? Nein, überhaupt nicht. Das ist alles zu viel Event. Also es hat nicht mehr so viel mit Fußball zu tun. Fußball muss jubeln sein und nicht eine Techno-Parade. Trotzdem, gegen 13 weitere Stadionhymnen hat sich der Elektrohit aus dem Jahr 1999 in der DFB-Abstimmung durchgesetzt. Aber was sagt eigentlich Bundestrainer Jogi Löw zur Wahl dieses Tor-Jingles? Wir treffen ihn in Hamburg, wo er sich gerade mit der Nationalelf auf das Länderspiel am Freitag gegen die Niederlande vorbereitet. Wird Kernkraft 400 dann schon zu seiner Siegeshymne? Habe ich noch nie gehört. Nein? Nein. Woran liegt's? Was fehlt dem Elektrojubelsong zur echten Fußballhymne? Fußballfan Oleg hat dafür eine einfache Erklärung. Vor allem der Text, ja. Also ich glaube, da in jedem WM-Song, vor allen Dingen, wenn es ums Deutschland geht, dann irgendwas Deutsches. Nationalspieler Marco Reus spielen wir den Song bei seiner Anreise zur Länderspielvorbereitung vor. Hört sich sehr gut an. Ja? Ja. Haben die Fans richtig abgestimmt? Ich gehe davon aus, ja. Und kreative Torjubel zu diesem Song fallen den Fans auch ziemlich viele ein.